Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Linkels Abenteuertagebuch. Ich bin euer Basti. Ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Im letzten Part haben wir diesen Schrein hier erreicht. Wir werden uns das Zeichen der Bewährung jetzt hoffentlich abholen. Hier danach gehen wir nach Kakariko und dann Richtung Granellstraße. Das werden wir machen. Die fünf Flammen. Okay, die fünf Flammen. Das heißt, wir müssen hier fünf Flammen entzünden. Das Problem ist, ich habe keine Feuerpfeile. Das ist natürlich sehr schlecht. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Okay, und was passiert, wenn ich jetzt hier dran haue? Dann dreht sich das ja alles. Okay. Jetzt habe ich erstmal alle Flammen ausgemacht. Na, großartig. Ich habe zwar Bombenpfeile, aber das nützt mir ja nichts. Das hier muss ich zerbrennen, verbrennen. Ich kann den Schrei nicht machen. Ich habe null Feuerpfeile. Shit. So. So könnte ich die theoretisch gesehen alle anzünden. Aber hier gibt es auch nirgendwo etwas. Ich kann zwar versuchen, mit Bombenpfeilen das zu machen, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Okay, das klappt. Aber das war es jetzt auch mit den Bombenpfeilen, ne? Shit. Ich meine, gut, das dort hinten könnte ich noch angezündet kriegen. Das könnte ich noch so hinkriegen. Das könnte ich noch so hinkriegen. Aber das andere alles. Ein Opal. Wie kriege ich aber die Flamme jetzt an? Ich müsste mir... Tja, da hoch komme ich aber nicht. Doch, ich könnte mir so ein Ding in die Hand nehmen und einen Feuerstein dazu. Wenn ich das jetzt da hinlege, so, dann könnte ich mir den Pfeil entzünden. Und dann könnte ich die Fackel anzünden. Dann habe ich zumindest mein Zeichen der Bewährung. Und das kriege ich auch so hin. Okay, gut. Ein Sora-Bogen. Mit diesem Bogen jagen die Soras Fische. Keine besonders hohe Spannkraft, doch das besondere Material, aus dem es besteht, macht es sehr beständig gegen Verschleiß. Das ist okay. Dann schmeißen wir den weg und nehmen den Sora-Bogen mit und haben hier alle Sachen geholt. Müsste eigentlich, ja,
Der Schrein ist erledigt. Mein Lagerfeuer ist auch an. Okay, man kann sich manchmal noch ein bisschen mit einem kleinen Trick helfen. Und es geht ja wirklich nur darum, den Schrein dann halt zu schaffen. Geil. Geil, geil, geil. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. 7. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Okay, jetzt geht's ab nach Kakariko. Vielleicht finde ich sogar noch bei der Quelle der großen Fee eine weitere Fee, die ich mitnehmen kann, die mich vor unüberlegten Sachen schützt. Das wäre natürlich richtig geil. So, also wir müssen definitiv von hier aus nach Kakariko, dann gehen wir hier rum und dann kommen wir hier hin. Okay. Ich glaube, wenn ich Glück habe, kann ich mir in Kakariko sogar Feuerpfeile wieder kaufen. Die sind ja zum Beispiel gegen die Exhal-Forces richtig effektiv, weil das sind Wasserwesen und wenn ich die ein bisschen mit Feuer anstoße, dann ist das okay. So, der Laden, der war, glaube ich, hier hinten. Coco dürfte eigentlich nicht da sein um 4 Uhr. Oh, wer ist das? Terry. Nee, ist das Terry? Nee, du bist nicht Terry. Mit dir möchte ich nicht sprechen. Ich muss schauen, ob ich hier Feuerpfeile bekomme. Ja, definitiv. Gib mir die mal. 200 Rubine nehme ich mit. Und hier nehme ich auch zweimal mit, sind 160 Rubine. Sehr gut. Holzpfeile kann ich immer gebrauchen. Sind ja nicht so teuer, ne? So. Ich habe den ganzen Laden wieder leer gekauft. Es tut mir leid, aber ich brauche die Pfeile. Ich könnte natürlich auch noch rasten hier. Und bis zum Morgen warten. Wir haben zwar gleich morgen, aber vielleicht kriege ich ja ein zusätzliches Herz. Ein Gast? Meine Güte, hat er mich erschreckt. Ja, ich möchte gerne ein Luxusbett haben. Ich weiß, was der Unterschied ist. Ich könnte... Aber wir können ja auch bis Mittag schlafen. Und dann gehen wir zur Quelle der großen Fee und da geht es dann wahrscheinlich weiter zur Ranellstraße, wenn ich Glück habe. Ja. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen. Okay, Coco, was möchtest du? Was könnte ich denn als Nachtisch kochen? Ah, Honigapfel, den hat Mutter immer so gerne gegessen. Er zergeht im Mund einfach köstlich. Und dafür brauche ich, mal überlegen, Ausdauerhonig und einen Apfel. Ausdauerhonig? Oh Mann, ich habe keinen Ausdauerhonig. Die Bienen greifen an, sobald man sich ihrem Stock nähert. Das ist viel zu gefährlich, aber ich brauche den, um kochen zu üben. Aber ich habe für dich Honig dabei. Sag bloß, Ausdauerhonig, vielen Dank. Einen Moment bitte. Damit haben wir die nächste Coco-Quest abgeschlossen. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar weitere hier in Kakariko zu erledigen. Oh, das weckt Erinnerungen. Wenn ich Fieber hatte, hat Mutter das immer für mich gemacht. Selbst in ihrem Curry hat sie das für mich reingetan. Mutter, ich werde mein Bestes geben und besser werden. Ich verspreche es. Ich kann jetzt kochen wie Mutter. So wird sie immer bei mir sein. Und das verdanke ich nur dir. Bitte nimm das hier. Ausdauer Honigapfel. Kokosküche 4. Abgeschlossen. Sehr gut. Haben wir die Nebenaufgabe auch geschafft. Dann nehmen wir hier noch ein paar Äpfel mit. Euch geht es natürlich hier noch gut. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei den Kindern gibt es auch noch eine Quest. Zum Beispiel bei dir. Schwester kocht. Pico hat Langeweile. Willst du spielen? In Ordnung. Was spielen wir? Verstecken, nachlaufen. In Ordnung, Pico läuft vor dir weg. Und wenn die Zeit fürs Abendbrot ist, gehe ich zur Schwester. Ein Spielkamerad für Pico. Pico hat verloren. Aber es hat Spaß gemacht. Das hier ist Picos Schatz. Hier für dich. Das ist steinhart. Steinsalz. Okay. Das war aber easy, Pico.
So, wo müssen wir jetzt hin? Wir wollten ja zum Schrein gehen, ne? So, Ausdauerkürbis. Müssen wir erstmal gucken. Der Schrein ist dort oben. Lass mich mal durch hier. Ja, die Hühnchen, die sind auch schon wieder alle abgehauen. Oh, was ist das denn hier? Moment, das habe ich doch noch nicht fotografiert, die Fackel, oder? Muss ich natürlich auch noch machen. So, Fackel fotografiert. Sehr gut. Dann gehen wir zum Schrein und dann könnten wir hier oben rum ja theoretisch gesehen zur Ranellstraße gehen. Und ich glaube, hier gibt es noch einen Schrein in Kakariko, wenn nämlich dieses Juwel geklaut wird. Das ist eine Kulla, die muss ich auf den Schreindeckel setzen und dann gibt es dort etwas. So, sind hier diese kleinen blauen Viecher wieder? Die muss ich nämlich noch fotografieren. Und dann muss ich da oben weitergehen, aber die sind nicht da. Vielleicht habe ich aber Glück, dass Feen da sind. Jawohl, zwei Stück, drei Stück. Die muss ich alle mitnehmen. Die muss ich alle mitnehmen. Die Feen muss ich alle mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich die fotografieren kann. Das war nicht gut. Aber okay, da, ich habe nicht alle. Kann ich denn irgendwelche Klamotten verbessern, theoretisch gesehen? Das habe ich alles schon. Na, vielleicht kriege ich ja die Rüstung noch verbessert hier. Juhu, mein Kleiner, darf ich dir was tun? Soll ich deine Kleidung verstärken? Na, verstärke mal. Okay. Die Hose kann ich noch verstärken. Sehr gut. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann sind wir Stufe 7. Der Hylia-Beinschutz. Sehr schön. Mehr geht sowieso nicht. Bis später. Die sind so drollig, die Feen. Okay, dann schauen wir mal. Also, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das Klettert lassen wir mal noch an. Ich möchte jetzt gerne zur Ranellstraße gehen. Das heißt, ich muss in die Richtung gehen. Oh, Prinzessinnen-Enzian. Dies soll die Lieblingsblume der Prinzessin gewesen sein. Man hielt sie für ausgestorben, doch in den letzten Jahren wurde wieder ein paar Exemplare gefunden. Prinzessinnen-Enzian nehmen wir mit. Damit kann man, glaube ich, auch sehr gut kochen, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann gehen wir mal den Weg hier zur Ranellstraße. Und da müsste es theoretisch gesehen auch eine Erinnerung geben. Aber hier vorne sehe ich erstmal ein Krog-Rätsel, welches ich gerne lösen möchte. Das ist natürlich ganz easy. Der Stein muss da rein. Wenn ich ihn da reinkriege. Ja. Und der Krog gehört uns. Wie viel haben wir denn eigentlich schon? Ich habe gar nicht mehr gezählt. Wir haben wieder 50 gefunden. Okay. Dann haben wir dort oben noch etwas zum Zerschlagen. Vielleicht haben wir ja Glück und es gibt ein paar Rubine oder so. Ich muss dann auf jeden Fall auch bald wieder was verkaufen. So, dann wollen wir mal schauen. Zoran, ich nehme mal mein Ritterschwert. Und dann nehmen wir das Schild. Westtor der Ranellstraße. Okay. Das könnte wieder ein Jäger sein hier, oder? Reisender, es geschah vor einem Jahr. Ich wartete entlang dieser Wege, als plötzlich ein Himmel am Licht erschien. Es stammt von einem leuchtenden Objekt, das Anblick mich vor Schreck erstarren ließ. Im nächsten Moment war ich von hellem Licht umgeben und als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett. Was hältst du davon? Nix. Oh, es ist nur vor kurzem. Rief mich jemand meinen Namen und dann
lag ich in einem Bett in einem leeren Raum, das noch nie zuvor geschehen. In der einen Ecke stand ein merkwürdiger Apparat und als ich ihn berührte, mich überkam ein seltsames, vertrautes Gefühl. Als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Was hältst du davon? Nix. Nun, Recke der Hylianer, dein Ende ist gekommen. Iga, sag ich doch. Nun kann ich ihn den nicht... Meine Güte. So, Waffentasche ist voll. So, Westtor der Ranellstraße. Ich gehe verkehrt, ne? Ich muss da lang. Und meinen Hammer rausholen, denn hier oben gibt es vielleicht noch... Okay, nur Steinsalz. Ah ja, gut. Aber wir müssten hier definitiv eine Erinnerung finden. Die müsste sich hier eigentlich auf dem Weg befinden. Wenn ich hier einmal langlaufe, sollte ich diese Erinnerung definitiv finden. Weil, wir müssen mal ganz kurz schauen. Das müsste eigentlich das hier sein. Könnte aber auch die andere Seite sein. Also einmal quer durch hier. Und die hässlichen Monster dort vorne platt machen. Du schlägst mich. Das gibt's aber nicht. So, okay. Hier geht's nach unten. Hier gibt es definitiv auch Grogs und hier gibt es definitiv irgendwo auch ein Schrein. Nee, Ritterhellbade brauche ich nicht, aber meine Holzfäller-Axt. So. Die sind relativ leicht zu besiegen. Oh, hier gibt es sogar eine Schatzkiste. Warum gibt es denn eine Schatzkiste? Cool. Mit Elektrofallen kann ich immer gut gebrauchen. So, Schrein in der Nähe. Platz der Ranellstraße. Okay, hier gibt es definitiv auch einen Grog. Oh Gott. Meine Güte. Ganz schön aufregend hier, muss ich sagen. So, hier ist auf jeden Fall ein Schrein irgendwo in der Nähe. Und da in der Mitte müsste es den Grog geben. Soll ich den zuerst holen, bevor ich mir die Erinnerung hole? Okay, du bist platt. Ah, toll ist mein. Komm mal her, ja. So, sehr gut. Warum gehst du da nicht hoch, Linke? Oh, Gott sei Dank. So. Den Grog hier in der Mitte, den hole ich. Und dort hinten ist irgendwo ein Schrein. Ui, du hast mich entdeckt. Ja. Das wusste ich. Habe ich dich nicht markiert hier? Nee. Er ist hinter dem Wasserfall.
Wenn ich da hochgehe, kann ich, glaube ich, hinter den Wasserfall... Moment, Moment, Moment. Hier gab es noch einen Pfeil. Ja, den Fisch kann ich natürlich nicht mitnehmen. War ja klar. Ist hier noch eine Kiste? Hallo? Meine Güte, ihr seid oft dringlich. Aber ich gucke erstmal in die Kiste, was hier drin ist. Feuerpfeile, sehr gut. Sehr gut. So. Sehr schön, der Schrein müsste sich hier hinten genau... Uah, bleib... Bleib oben, bleib oben, bleib oben. Hinter diesem Wasserfall befinden und hier ist ein Durchgang, sehr gut. Deswegen gehe ich jetzt hier hinten durch, finde den Schrein und ich würde sagen, den könnten wir sogar noch in der Folge machen. Aber nur Steinsalz, bisschen Bernstein, das hier hinten müssten Leuchtsteine sein, die brauche ich glaube ich auch für eine Quest bei den Soras. Ja, es sind nur zwei. Ich glaube nämlich für 10 Leuchtsteine bekomme ich einen Diamanten. So, den Stempel können wir löschen. Den Schrein haben wir entdeckt. Und dann geht's hinein. Den machen wir jetzt noch in der Folge. In der nächsten Folge erkunden wir hier den Bereich weiter und hören wahrscheinlich auch die Erinnerung von Zelda. Schon wieder Wasser. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Daunai. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. 3 Kisten. Okay, 3 Kisten. Muss ich wahrscheinlich alle hier draufstellen, damit der Schalter aktiviert wird. Und darin finde ich ein Opal. Okay, die kriege ich auch. Ist aber relativ einfach hier, muss ich sagen, oder? Zora Großschwert, das kennen wir schon. Habt ihr natürlich keinen Platz wieder. Geht irgendwas kaputt? Die Soldatenlanze kann ich wegschmeißen. Dann nehme ich das Zora Großschwert mit. Oder nur das Zora Schwert, besser gesagt. Okay. Die letzte Truhe ist hier. Erstmal kurz reingucken, dann hoffentlich alle Truhen gefunden haben. Bernstein ist jetzt nicht die Welt. Okay, das haben wir aber alles. Und wenn ich die Kiste jetzt hier draufstehe, müsste sich der Schalter... Oder besser gesagt, das Tor öffnen. Und dann... muss ich da oben hin? Okay. Nein, ich kann ja hier nicht nach oben klettern. Aber... So, klappt das definitiv. Wir gucken nochmal ganz schnell. Ja, alles gefunden. Das Zeichen der Bewährung gehört uns. Und den Kakariko hätte ich mir auf jeden Fall Herzen holen können. Na gut. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Und jetzt habe ich sogar schon 8 Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen.
8. Zeichen der Bewährung heißt 2 neue Herzen für mich. Gut. Damit kann ich wahrscheinlich leben. Und wir machen hier im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschüssi und viel Spaß mit Linkel. Nein! Rette mein Volk und meine Tochter Zelda.